Wenn dein Kellerboden feucht ist, dein Zimmer, Wohnzimmer feucht ist, es riecht moderig oder nach Schimmel und du hast den PVC-Boden oder Laminat hochgehoben und danach hast du einen riesen Schrecken bekommen. Genau das gleiche hatte ich auch und ich konnte das Ganze beheben und zwar mit einer Dichtschlemme. Und wie du das Ganze machen kannst, wie das am Ende so ausschaut wie bei mir, das zeige ich dir in diesem Video. Es war wirklich kein schöner Anblick, wo ich den PVC-Boden entfernt hatte. Ihr könnt es jetzt schon links im Bild sehen, schwarzer Schimmel. Und der PVC-Boden war auch nicht gerade leicht zu entfernen. Ja, das Ergebnis war 4 Lagen PVC übereinander gelegt. Und wenn der Boden, das Grundfundament ein bisschen feucht ist, was nicht so unüblich ist über die Jahre, bei älteren oder bei Altbauten, dann sammelt sich eine ganze Menge Feuchtigkeit an, beziehungsweise Schimmel. Ihr solltet das komplett restlos entfernen, das PVC, auch festbackendes oder festklebendes PVC, bis auf den Grundboden. Und dann geht es auch schon ans Eingemachte. Ich kann euch für solche Arbeiten auf jeden Fall Knieschützer empfehlen. In dem Falle von Wolfkraft, die habe ich auch schon beim Laminat verlegt, verwendet, beim Fliesenverlegen verwendet, also sehr, sehr schonend für die Knie. Und danach mit Atemschutzmaske und einem Handschleifer schleife ich die Schimmelsporen bzw. das, was sich da so aufgebaut hat über die Jahre ab. Ich mache das Ganze per Hand, weil es recht überschaubar ist, dieser Raum. Der hat eine Breite von 2 Metern, eine Länge von 3,5 Meter und das Ganze war auch recht schnell durchgeführt. Dann im Anschluss entfernen wir das Ganze und Obacht, bitte nicht mit dem Besen, weil es sind ja gefährliche Schimmelsporen oder Schimmelsporen allgemein sind ja gesundheitsschädlich. Saugt das Ganze bitte mit dem Staubsauger auf. Der Boden sollte trocken und staubfrei. Wenn er nicht trocken ist, müsst ihr das Ganze lüften bzw. eventuell einen Heizlüfter oder ein Heizgebläse reinstellen. Und dann können wir auch schon unsere Dichtschlemme vorbereiten. Um das Ganze aufzutragen, brauchen wir einen Quast, einen Quirl, einen Maurerkübel und die Dichtschlemme. Achtet bitte hierauf, dass ihr eine hochwertige Dichtschlemme verwendet. Also investiert ruhig den einen oder anderen Euro mehr. Denn günstige, habe ich gelesen nach meinen Recherchen, taugen nicht wirklich viel und am Ende macht ihr die Arbeit zweimal. Das Ganze wird dann ganz üblich mit Wasser angerührt. Ihr könnt das Ganze auch mit einer Kelle anrühren. Ich habe jetzt einen kleinen Quirl verwendet. Bitte in langsamer Stufe das Ganze anrühren und danach wird das mit einem Quast auf dem Boden verteilt. Ja, so wie ich das gemacht habe, in kreisenden Bewegungen. Schön, dass die Dichtschlemme schön eingeschlemmt wird auf dem Fundament. Das Ganze wird zweimal gemacht. Das heißt, wir schlemmen das Ganze jetzt schön ein und nach einer Trocknungszeit ungefähr von 24 Stunden, je nach Gebrauchsanweisung von dem Hersteller von dieser Dichtschlemme, schlemmen wir das Ganze dann nochmal ein. Und es ist ganz wichtig, dass wir am Ende eine Dicke haben von ungefähr 2 mm, damit das Ganze auch funktioniert. Wenn ihr jetzt einen Kellerraum habt, müsst ihr oder solltet ihr auch die Wände links und rechts, also ringsherum, einmal ungefähr 20 bis 30 cm auch einschlemmen. Und dann müsst ihr natürlich auch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Dafür gibt es gewisse Hülsen. Das ist jetzt in dem Fall, habe ich das nicht gemacht. Ich packe euch nochmal 1, 2 Links in die Videobeschreibung und könnt ihr euch nochmal informieren. Aber so, das Ergebnis sieht eigentlich ganz schick aus. Jetzt ist der Boden auch abgedichtet und es müffelt auch nicht mehr so wie am Anfang. So, mittlerweile ist eine Woche vergangen und ich habe schon eine neue Tür eingebaut. Das Video wirst du unten in der Videobeschreibung verlinken, wie du das Ganze bestellen kannst, wie du es ausmisst und wie die Tür ankommt, also den ganzen Ablauf. Ich habe das Ganze jetzt zweimal mit der Schlemme eingeschlemmt. Ist eine Woche, wie gesagt, vergangen. Und das Ganze sieht jetzt aus wie so ein Estrich. Ich werde jetzt weitermachen und Fliesen verlegen. Wenn du das Video sehen willst, das werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Sowie auch passende Knieschoner, die ich jetzt im Video verwendet habe. Ich finde die ganz, ganz nützlich und machen sich auf jeden Fall bezahlt. Ich habe die jetzt beim Laminatverlegen verwendet, beim Fliesenlegen, beim Grundieren jetzt und so weiter und so fort. Und dieses Tool kann ich dir auch ans Herz legen. Das ist ein Multitool von Bosch. Das hat so eine Klinge drauf, damit kannst du beispielsweise Holz schneiden, Metall schneiden. Aber es war hier bei diesem Projekt sehr, sehr hilfreich, den alten PVC-Boden zu lösen. Die Wand hier habt ihr bestimmt die ganze Zeit im Video gesehen. Das Ganze nennt sich Studioline. Gibt es in unterschiedlichen Holzdekoren bzw. Furnieren, Eiche, Fichte. Ich weiß es nicht. Darüber habe ich auch schon mehrere Projekte gemacht. Und die Videos dazu wirst du auch unten in der Videobeschreibung finden. Und wenn du neu bist hier auf diesem Kanal, freut mich natürlich, dass du das Video bis zum Ende angesehen hast. Und würde mich mega über ein Abo freuen. Denn
Hier ist nebenan meine große Werkstatt, die ich gerade umbaue, und eine passende Playlist findest du auch unten in der Videobeschreibung, oder abonniere einfach den Kanal und da bist du immer up to date. Ich wünsche dir was. Ciao.